Es war der erste Weihnachtstag. Der Pastor war noch in der Sakristei. Da hörte er schnelle, kurze Kinderschritte in der Kirche. Ein Junge, vielleicht 5 Jahre, ging direkt auf die Weihnachtskrippe zu. Blieb einen Augenblick stehen, griff nach dem Jesuskind mit großer Behutsamkeit und steckte es unter seine Jacke. Der Pastor wollte schon hinausspringen, besann sich aber. Denn was der Junge so furchtlos und bedächtig tat, konnte kein Diebstahl sein. Sicheren Schrittes ging der Junge nach draußen, der Pastor hinterher. Da hörte er das Geräusch eines Tretrollers. Der Kleine fuhr um die Kirche herum. Einmal, zweimal, dreimal. Der Pastor wusste nicht, was er tun sollte. Dann hörte er wieder die kleinen Schritte. Der Junge ging wieder zur Krippe und bettete mit großer Sorgfalt das Jesuskind in die Krippe. Nun trat der Pastor aus dem Dunkeln heraus. Der Junge war nicht im Mindesten erschrocken. Ich habe es doch versprochen, wenn ich eine Rolle bekomme, dass das Jesuskind dann einmal mitfahren dürfte. Und was man verspricht, muss man doch halten. Das ist wahr, sagte der Pastor und sah dem davonrollernden Jungen nach.